Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal eine Gitarre aus meinem Fundus, die ich repariere. Das Video ist ein bisschen länger und es ist auch ein bisschen anders als die anderen. Es lohnt sich dran zu bleiben, weil in der Mitte ist es eigentlich schon vorbei, habe ich gedacht, aber da fängt es gerade wieder an. Also viel Spaß beim Repair-Video von meiner 4348 Ibanez Firebird. Also das ist wirklich eine komplette Restauration, die ihr jetzt hier sehen werdet. Ja, wie gesagt, den Hals hat mir mein guter Freund Uwe Schölch von hinten auch schön gebürstet, nachdem ich ihn geleimt habe. Und jetzt nehme ich das ganze Ding erstmal auseinander. Ich habe festgestellt beim Ausmessen der Pickups, dass der Hals-Pickup wohl nicht so will. Was ihr jetzt gesehen habt, ich habe jetzt überprüft, ob das vielleicht am Schalter liegt. War leider nicht so. Also müssen erstmal die Pickups raus und ich gucke mal, wo der Fehler liegt. Ja. Die Potties sind auch fein, es ist alles original. Jetzt kommt die Wahrheit. Der Hals-Pickup läuft 757, ist ein guter Wert, den schreibe ich mir hinten drauf, dass wenn jemand es immer wieder auseinanderschraubt, das nicht nachmessen muss. Und da sehe ich dann auch schon, dass da ein Kabel hängt, was da gar nicht hingehört. Also da hat schon einer irgendwie modsmäßig an dem Pickup rumgefummelt. Und bevor ich einen neuen kaufe, versuche ich ja immer Sachen wieder zum Laufen zu bringen. Und da ich die Spulen durchgemessen habe und festgestellt habe, dass die okay sind, habe ich die zusammen verschaltet und jetzt habe ich 7,5 Kilo Ohm Widerstand. Freude ist groß, weil ansonsten müsste ich mir einen neuen Pickup besorgen. Aus dem Baujahr unmöglich, hätte ich mir einen bauen lassen müssen, ja. Und jetzt seht ihr mal hier, was das für ein Aufwand ist, auch so ein Pickup, obwohl jetzt hier glücklicherweise nur ein Äderchen ab war, wieder zum Laufen zu bringen. Ich mache das dann alles mit Schrumpfschlauch, damit es da keine Kurzschlüsse gibt oder irgendwelche Kontakte, die den wieder nicht zum Laufen oder nicht am Laufen halten würden. Das ist eine Sache, die kann auch mal irgendwie 2-3 Stunden dauern und da muss man wirklich vorsichtig sein, weil diese Pickup-Drähte sind super, super dünn, extrem empfindlich und ja, das darf man nicht mit Hektik dran gehen. Ja, jetzt klebe ich gerade die Platte wieder dran. Das muss natürlich auch erstmal trocknen und nach jedem Arbeitsschritt, den ich mache, seht ihr, wie ich die Kabel da so reinfummel, messe ich den Pickup wieder nach, allein um zu überprüfen, ob da auch während der Arbeit nicht wieder irgendwas abgegangen ist. Ja. Also das war eine Arbeit, die war eigentlich nicht geplant, ist halt einfach so passiert, also kümmere ich mich drum. Es ist generell so bei Reparaturen, dass man manchmal halt einfach dann feststellt, oh, das ist noch kaputt, das ist noch kaputt, das mache ich dann auch noch ganz. Wie gesagt, ist ja eine Gitarre von mir, da muss ich jetzt auch nicht den Kunden anrufen, ob das okay ist. Ich will das Ding wieder fein haben, weil ich mag diese alten Ibanez-Geschichten aus den 70er Jahren, bin ich ganz großer Fan von und habe da auch ordentlich viele mittlerweile repariert und lerne auch immer wieder dazu und finde, das sind richtig gute Gitarren für erschwingliche Kohle, ja, da muss man jetzt nicht ein Vermögen ausgeben, ja. So, jetzt checke ich nochmal die Masse. Pickup läuft, Elektronik läuft. Ich nehme sie trotzdem raus. Warum nehme ich sie raus? Ich will ja das ganze Instrument mal so richtig sauber machen. Also das heißt, den ganzen Schmutz der Gezeiten entfernen. Die Hardware aufpolieren, die ist verchromt. Die kriegt man wieder ganz schön shiny hin. Deswegen nehme ich jetzt das ganze Instrument auseinander, um das alles, wohlgemerkt, nur mit der Hand wieder frisch zu machen und aufzupolieren. Ja, ja, da sieht man schon, hängt ordentlich Staub dran. Ja. Wenn ihr fragt, was benutze ich da? Ich habe da so eine Polierpaste. Das ist jetzt nichts Spezielles für Gitarren oder sowas. Ja. Erstmal eine etwas gröbere und dann gehe ich mit einer feineren drüber. Dann habe ich eine Chrompolierpaste, womit ich dann, wie ihr seht, den Chrom auch richtig wieder schön glänzend kriege. Fürs Pickup benutze ich genauso Polierpaste, in dem Fall auch die, die ich fürs Chrom benutze. Ja, jede einzelne Schraube mache ich hier sauber, so sieht die vorher aus. Wenn ich schon dabei bin, kann man das ja alles machen. Ja. Jetzt wird das alles wieder drangeschraubt. Die Mechaniken, zum Glück auch alle original und voll funktionstüchtig, habe ich mit WD-40 gereinigt. Ja. Jetzt kommt die Halsstabnummer rein, Halsstab. Die Mutter vom Halsstab kommt rein und die schraubt den Hals fest, ja. Da die Bünde ja auch schon gelitten haben über die Jahrzehnte, habe ich mir gedacht, ich ziehe auch nochmal die Bünde ab. Das heißt, ich poliere sie oder ich richte sie vorher ab.
dass dieses Ersatzteil für die Hardware, für den Steg nicht mehr gibt, habe ich mir eine neue besorgt und die passend gemacht. Den Seitenhalter konnte ich nirgendwo auftreiben, nicht im Original und auch kein Replacement, also habe ich mir eingebaut, ja. Jetzt in dem Fall nicht als Tremolo, sondern einfach nur als Fixed Solid Bridge, ja. Ich habe jetzt quasi einen Metallbügel, wo so Einhänger für die Seiten drauf sind, auf eine Metallplatte genietet, arbeite das mit der Hand bei und kann das dann im Prinzip als Seitenhalter benutzen, wie ihr jetzt seht. Das passt wunderbar und wackelt nichts. Und wenn es halt nichts zum Kaufen gibt, muss man es halt selbst herstellen. Ja, das habe ich ganz oft, gerade bei so alten Vintage-Gitarren, ja. Die Trussrod-Abdeckung ist natürlich auch kaputt, hat gelitten. Ich hatte zufälligerweise in meinem Sammelsurium noch die Hälfte von der anderen. Und jetzt seht ihr, wie das ist, wenn man so ein Kunststoffteil quasi wieder restauriert. Also ich klebe das erstmal mit, in dem Fall mit Sekundenkleber zusammen. Dann schleife ich das erstmal grob runter und dann wird es immer feiner und dann poliert. Und natürlich sieht man einen kleinen Übergang, aber im Prinzip ist es ganz fein. Diesen Holzpin habe ich einfach nur dafür da, damit ich genau sehe, wo ich das jetzt abschneiden muss. Ja. Jetzt arbeite ich noch die Seiten bei und dann habe ich im Prinzip die alte Abdeckung wieder, wenn du so willst, restauriert oder gangbar gemacht. Auch mit dem Go, dass man sieht, dass es eine alte ist. Ja. Also das ist keine Sammlergitarre. Die soll gespielt werden. Ja, da freue ich mich jetzt schon tierisch. So ist das Endergebnis. An und für sich ist das Video jetzt hier vorbei. Aber kommt das Leben und sagt, nein, mein Freund, das ist jetzt nicht so, ja. Warum? Seht ihr gleich. Ich wollte sie dann, nachdem sie 2 Wochen an meinem Ständer gehangen hat, spielen und sehe, dass der Riss wieder aufgeht. Was macht man da? Nicht verzweifeln, alles wieder auseinanderschrauben und meine Splines einsetzen. Diese Vorrichtung kennt ihr vielleicht von meinen anderen Videos. Wenn ihr es nicht kennt, könnt ihr euch hier angucken. Da repariere ich eine alte Vintage ES, eine Gibson. Ja. Das hier ist erheblich aufwendiger, weil ich hier 3 Splines einsetze. Ja. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Ich habe halt einfach gemerkt, dass diese Verbindung, die vorher schon zigmal versucht wurde zu reparieren, einfach nicht gehalten hat. Also muss man jetzt den harten Weg gehen. Und das halt so machen, ja. Da ziehe ich jetzt so einen kleinen Schrumpfschlauch drüber, damit das Gewinde keinen Leim abkriegt. Und aus diesem Stück Holz, was ihr da jetzt seht, habe ich meine allererste Gitarre gebaut. Das ist quasi ein Reststück davon, von einem Hals. Da war ich 16. Und das habe ich noch in der Gruselkiste jetzt gefunden. Und damit repariere ich jetzt diese Ibanez Firebird, ja. Kleine Side Story. Jetzt passe ich das an und leim das fest. Ich mache das in diesem Fall auch wieder mit Fischleim, ja. Und ihr seht ja hier diesen Strich, also so viel bleibt da gar nicht übrig, wenn man das alles weggearbeitet hat. Da leime ich das jetzt mit Fischleim ein. Diese weiße Tape-Markierung ist dafür da, dass da kein Leim drauf kommt. Das ziehe ich dann vorher ab, damit das nicht an dem Halsstab festklebt, ja. Weil dieser Fischleim, der hat ordentlich Power, ja. So, jetzt habe ich den ersten Spline eingeleimt. Jetzt muss ich das erstmal grob unterschützen, damit ich sehe, wo ich die anderen Fräsungen, die anderen Kanäle setzen kann. Ja. Mit der Ziehklinge gucke ich immer mal wieder nach, dass es auch alles schön gerade ist, dass es da keine Hubbel gibt. Ja. Jetzt füße ich zuerst mal die rechte Flanke weg. Ja, und ihr seht, das ist schon ordentlich, was da wegkommt. Und es hat auch einen Grund, warum diese Holzbröckchen alle eine unterschiedliche Länge haben. Dadurch ist die Verzahnung besser. Also ich kriege dadurch mehr Stabilität. Ja. Damit ich sehe, dass die Halsstabmutter richtig reingeht, mache ich das vor dem Verleim, weil wenn das zu ist, kann da Leim eindringen. Deswegen habe ich jetzt vorher schon mal reingedreht. Ja. Und jetzt, wie beim ersten Spline schon gehabt, leime ich die anderen 2 dran. Das Holz ist auch immer stehend, also um dem nochmal eine Stabilität mehr zu geben. Wenn man das jetzt liegend machen würde, hat man nicht so eine statische Absicherung, wie wenn das stehend ist. Aber hier in diesem Fall mit 3 Holz-Splines, da tut sich nichts mehr. Also da bricht das Ding sonst wo, aber da auf gar keinen Fall mehr. Ja. Und dann muss ich das alles beiarbeiten, wird geschnitzt, gehobelt, geraspelt. Dauert eine halbe Ewigkeit. Manche werden sich jetzt fragen, lohnt sich das bei so einem alten Instrument? Meine ganz klare Antwort, ja, auf jeden Fall. Weil das ist eine Gitarre, die hat eine Geschichte, die wird noch
wenn es gut läuft, ganz, ganz viele Jahre spielbar sein und man muss keinen neuen Baum fällen, um wieder eine Gitarre zu bauen. Da repariert man doch wieder das, was da ist, ja. Jetzt montiere ich die Mechaniken wieder drauf, ja, und der Hals kommt drauf, Saiten kommen drauf und während des Stimmens der Gitarre habe ich schon festgestellt, dass der Sound auch irgendwie knackiger ist. Also diese Halsverbindung, die da entsteht, macht auch was mit dem Sound. So, das war jetzt mal ein Schwung aus meiner Gitarrenbau, aus meinem Gitarrenbautag, ja. Und vielleicht auch mal was anderes, weil man hier auch mal sieht, dass das nicht immer so läuft, wie man sich das vorstellt. Und wenn es dann mal anders läuft, es immer noch eine Lösung gibt, das wieder so zu machen, dass es funktioniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, guckt euch die anderen Videos an. Schaut bei mir auf Insta vorbei, da ist ganz viel los. Da gibt es wirklich fast jeden Tag was zu sehen. Nicht so ausführlich wie hier. Und ja, macht Musik und alles ist gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.